Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Backvideo. Ja, ich weiß, ihr wünscht euch immer ein bisschen mehr, dass ich mal so Back- und Kochvideos bringe, aber in meiner Küche, ich weiß immer nicht, wie ich das filmen soll, damit ihr alles richtig gut seht. Wobei ich echt Bock darauf habe, mittlerweile so Back- und Kochvideos zu machen, aber ich bin halt keine Sallys Tortenwelt, ich bin eher so dieses Chaos-Wesen wie die liebe Kupferfuchs, wo ich heute auch einen Kuchen nachback, und zwar ein Bananenbrot. Ja, ich springe auf den Zug auf, Corona-Krise, alle backen irgendwie Bananenbrot und ich mache es jetzt auch einfach mal und habe mir ihr Rezept als Grundvorlage genommen, jedoch mache ich es nicht vegan, nicht vegetarisch, vegan ist die liebe Kupferfuchs, sondern ganz normal, also ich nehme auch ein Ei und alles. Ich habe hier schon mal die trockenen Zutaten, das sind 150 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker und eigentlich 50 Gramm Backkakao. Ich habe ein bisschen mehr genommen, weil ich sehr gerne Kakao ich mag. Dann kommt noch rein Backpulver. Und bei mir kommt Vanillezucker mit rein. Das hat die liebe Kupferfuchs nicht. Ich habe kein Natron, deswegen nehme ich ein bisschen mehr Backkakao. Dann kommt ein Ei von einem glücklichen Huhn. Wir hoffen jedenfalls, dass es glücklich war. 75 Gramm Butter. Und zwei Matsche-Batsche-Bananen. Ja, die kommen da noch rein. Und das haue ich jetzt alles mal in die Küchenmaschine und lasse es zusammenrühren. Was anderes ist es eigentlich nicht. Ich haue es mal unten rein und zeige euch dann, wie der Teig aussieht, wenn er fertig ist. So sieht er jetzt aus. Und die liebe Kupferfuchs hat ihn dann noch gepimpt. Und wir pimpen auch mit dunkler Schokolade. Die stecke ich da jetzt so rein. Und dann geht der in den Ofen bei 175 Grad. Glaube ich, oder 180. So in dem Dreh. Man kann ja öfters mal nachgucken. Und ob er nun 45 Minuten weckt oder eine Stunde, ist ja nun auch egal. Und dann bin ich ja mal ganz gespannt. Und ihr habt euch ja alle, um darauf nochmal zu kommen, mehr Koch- und Backvideos gewünscht. Ich würde das, wie gesagt, sehr, sehr gerne umsetzen. Aber verratet mir doch mal, was ihr sehen wollt. Ich finde es immer toll, wenn ihr sagt, ach, ist egal, Hauptsache es kommt so ein Video. Aber ich brauche so ein bisschen Input von euch. Ich brauche so ein bisschen, dass ihr mitmacht und sagt, was ich backen kann oder sonst irgendwas. Genau, ja. Also, da wäre ich euch sehr dankbar. Und jetzt gleich werde ich in der Zwischenzeit mit euch den besten Sommer-Kaffee machen, wie ich es momentan im Internet lese. Also, so sieht er jetzt übrigens aus. Und so schiebe ich ihn rein. Und dann mache ich noch so als kleines Schmankerl in diesem Video, dass ich euch zeige, was das Sommergetränk schlechthin sein soll. Also, bis gleich. So, und ihr braucht also Milch, kalte Instant-Kaffee. Ich habe entkoffeinierten wegen der kleinen Maus und zwei Teelöffel Zucker. Ja, und das soll man jetzt, kann ich natürlich auch in der Schüssel lassen, ich mache eine zweite. Ja, das soll man jetzt mit 1 bis 2 Löffeln und einem Teelöffel Wasser verrühren. Das mache ich jetzt gleich. Das soll so richtig weiß cremig werden. Und dann kann man das in kalte Milch einrühren. Und dann ist der Eiskaffee angeblich schon fertig, der Bombe schmecken soll. Probieren wir es. So sieht das jetzt aus. Also ich würde euch wirklich raten, richtig lange zu rühren, damit fast alle kleinen Instant-Kaffeekrümelchen weg sind. Und jetzt holen wir mal ein Glas und machen Milch rein und kippen das mal dazu. So, dann machen wir da jetzt mal die Matsche rein. Sitzt, wenn man da Kacke reinmacht. Wir wollen mal richtig ehrlich sein. Es sieht aus wie richtig grobe Dünnschiss. So, jetzt kriegen wir das mal um. Okay. Ach, Mausi, hallo, guten Morgen. Meine Maus ist gerade wach geworden. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Milchschau oben auf. Thank you.
pimpen wir das natürlich noch mit einem Strohhalm und dann fragen wir uns jetzt gleich, wie wird. So, und dann tasten wir mal unseren. Ja. Schmeckt wie gekaufter Eiskaffee. Cool wären jetzt noch Eiswürfel, ich hatte leider keine. Aber mega lecker. Wirklich, dickes Go nach oben. Perfekt für den Sommer. Schnell gemacht, preisgünstig. Ich kaufe mir so oft diesen gekühlten Kaffee und werde jetzt darauf verzichten und mir den immer selber machen. So einfach geht das also. Cool. Ja, und wir sehen uns dann nachher gleich wieder, wenn der Bananenkuchen fertig ist. Bis später. So, das Bananenbrot ist tatsächlich fertig. Ich werde es jetzt mal rauskippen und dann schauen wir uns das mal an. Also, es riecht richtig gut nach Banane. Ich werde es jetzt mal anschneiden. Da muss ich euch noch mal kurz. So, also mega fluffig, Leute. Wirklich mega. Und ja, natürlich werden wir es auch zusammen kosten. So, jetzt stellen wir uns der Frage, wie es natürlich schmeckt. Nach Banane und Schoko. Also. Ich weiß nicht, warum das so ein Hype ist. Es ist okay, es ist lecker. Jetzt habe ich schöne schwarze Zähne. Aber kann man mal machen. Ja, kann man mal machen. Emil spielt mit Polly. Ja, also lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, liebe Kupferfuchs. Leckeres Rezept. Supi. Und ja, wenn ihr es nachbackt, schreibt es mal in die Kommentare oder verlinkt mich bei Instagram und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und ja, ich habe eine Assi-Palme auf dem Kopf, weil ich mit Polly eben auf der Couch gechillt habe. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis ganz bald. Tschüss und bye bye.